Willkommen im nächsten und wahrscheinlich letzten Teil der Morkons-Saga. Ich glaube, es wird da nicht mehr viel geben. Hast du noch was zu sagen, meine Stimme? Bahadur möchte mich zu seiner rechten Hand machen. Ihr solltet euch diese Ehre nicht entgehen lassen, Herr. Wo ist deine Shotgun hin? Ich kann auch schön auf deine Stimme hören, Evs. Coming through. Jack's coming through. Badass Emo Jack's. Ah, ich glaube, so ganz Emo sind wir noch nicht. Wir haben das Witzen aufgegeben und rennen jetzt mit vollem Leben herum. Alles klar, Mann. Mach mich zu deiner rechten Hand. Gut. Du kennst das Ritual ja bereits. Jack's. Vandale Ravax, Bezwinger Mordrax und Bezwinger Khans. Bist du bereit, deinen Schwur der Zerstörung zu leisten? Das bin ich. Dein Fleisch soll sterben und dein Geist soll brechen, denn nun bist du bereit, wieder aufzuerstehen. Wieder aufzuerstehen als Zerstörer Ravax, als rechte Hand Bahadurs und als ewiger Diener des Stillstandes. Bist du bereit, auf eigenen Beinen zu stehen? Ja. Bist du bereit, immer zum Wohle Ravax zu handeln? Ja. Dann trage nun den Titel eines Zerstörers, als Zeichen deiner vollkommenen Hingabe zum Blute Ravax. Und so steht er vor mir, im Antlitz Ravax. Mögen seine Feinde an seinem Panzer zerschmettern, und sein Schwert in Blut getränkt zurückkehren. In Ravax Namen. Dir steht selbstverständlich nun auch eine neue Rüstung zu. Melde dich bei unserer Rüstungshändlerin. Sie soll dir alles anbieten, was wir haben. Du hast nun die freie Auswahl bei ihr. Kannst du mir einen Dialekt anbieten? Das würde ich gern haben. Wieso hast du ausgerechnet mich auserwählt, deine rechte Hand zu werden? In einem gewissen Sinne habe nicht ich dich ausgewählt. Ravak hat dich erwählt. Sieh dir die Umstände doch mal genauer an. Deine Ankunft war schon ungewöhnlich genug. Freiwillig bist du in die Höhle des Unholds gekommen. Nicht nur hast du Khans Vertrauen gewonnen und ihn in Ravaks Arme geschickt, nein, du hast auch noch das Vertrauen seiner Stimme bekommen. Selbst Zarina konntest du überzeugen. Ich bin sicher, Ravak hält seine Hand über dich. Und jemand, der von Ravak persönlich auserwählt wurde, kann von mir nicht ignoriert werden. Was sind meine Aufgaben als deine rechte Hand? Ich habe keine für dich. Ich brauche keinen weiteren Diener. Davon habe ich genug um mich herum. Ich brauche jemanden, dem ich vertrauen kann, um zu tun, was nötig ist, wenn meine Zeit gekommen ist. Eines Tages wird Ravak mich zu sich rufen. Und wenn dieser Tag kommt, will ich, dass du es tust. Aber bis es soweit ist, vergehen hoffentlich noch einige Jahre. Ich werde mich nun wieder meinen Angelegenheiten widmen. Oder hast du noch Fragen? Also im nächsten Spiel dürfen wir dich vernichten. Du willst, dass ich dich töte? Nicht heute und auch nicht morgen. Aber irgendwann wird der Tag kommen. Und bis es soweit ist, habe ich eine letzte Aufgabe für dich. Diese Bitte mag dich jetzt ein wenig verwundern. Aber ich will, dass du rausgehst. Ich will, dass du die Welt bereist und im Sinne Ravaks handelst. Du bist ab heute der Bote Ravaks. Geh und zeige den Menschen da draußen, dass wir Morkons jetzt da sind. Und wer weiß, vielleicht findest du noch mehr Freiwillige wie dich, die bereit sind, mit uns zusammen den Stillstand zu wahren. So, jetzt muss ich mich aber wieder meinem Gebet widmen. Geh, Bote Ravax, und verbreite die Botschaft der Morkons. Wir sehen uns wieder, wenn mein letzter Tag angebrochen ist. Möge Ravak deine Reisen begleiten.
Empfehle Vorsicht. Unübersichtliches und brüchiges Gelände. Der Fleischschatten am Rücken. Der ist doch total unnötig, oder? Aber der wackelt herum, das finde ich cool. Das haben sie wieder gut eingestellt, also das ist glitch. Yay! Holen wir uns die Rüstung. Perfekte Landung. Oh, ist Marat schon da? Kommen wir mal zu ihm vorbei, was er sagt. Vereiniger, wo bist du? Im Wasser hier, oder? Nein? Okay. Anscheinend gibt es hier keinen Mara. Das ist wahrscheinlich unten in der Bar. Willst du was sagen? Du darfst. Nein, hat auch nichts zu sagen. Niemand darf was sagen. Meine Stimme doch sicher. Aber dazu gleich. Bevor wir mit Victor noch reden. Schauen wir mal, ob wir uns überhaupt die Rüstung leisten dürfen. Da bist du ja. Ich habe neue Rüstungen, die ich dir von nun an verkaufen darf. Rüstungen. Schau sie doch mal an. Rüstungen hat sie. Zeig mir deine Waren. Nichts lieber als das. Lieber als das. Ich vertreib's. Oh, wir haben gerade so das Geld. Sehr gute Morkon. Helm, verdammt. Hier ist die Rüstung. Gehen wir uns alles mal kaufen. Sehr gute Morkonhose. Zeit mir meine neue Rüstung anzuschauen. Ja, ich weiß, ich habe LP-Punkte. Das allein schaut schon badass aus. Haha. Oh, fettes Teil. Damn, den Helm habe ich doch gar nicht gesehen. Verdammt, der ist cool. Oh. Irgendein Vergleich springt mir im Kopf, aber ich kann es nicht aussprechen, was es genau ist. Ich habe gehört, Bahadur will dich zu seinem Vertrauten machen. Bin ich schon. Das hat er bereits. Ich muss zugeben, ich bin ein wenig beeindruckt von dir. Mach so weiter und du wirst eines Tages auch in Ravaks Armen ruhen dürfen. Gratuliere. Danke. Schau, wie badass ich ausschaue. Upp. Nein, nicht ganz. Jetzt vielleicht. Das ist ein Thumbnail fast. Hey! Okay, ja, machen wir einen Seitenwechsel, warum nicht? Toll, cool. Rotmuni braucht der Mann. Pfeile habe ich gekauft. Hast du was zu sagen? Ah, ich habe einen Punkt, ja, warum nicht? Was? Wie schaue ich aus? Denkt an Dark Knight halt. Army of Two, nein, das ist auch nicht, was mir in den Kopf fällt. Destiny? Bisschen zu heavy für Destiny. Stimme! Sag was. Bahadur hat mich zu seiner rechten Hand gemacht. Sehr gut, Herr. Damit untersteht ihr kaum noch jemandem. Ich werde mich weiterhin um eure weltlichen Belange kümmern und dafür sorgen, dass euch niemand mit Kleinigkeiten belästigt. Falls es etwas gibt, das eure Aufmerksamkeit bedarf, lasse ich es euch wissen. Auf Wiedersehen, Herr. Anscheinend wird nichts meine Aufmerksamkeit. Ja, das kann schon was. Okay. Was sagt das Log? Arrakis Servomotoren, die habe ich nicht gefunden. Aber gehen wir trotzdem mal runter. In den Keller und reden mit ihr. Wenn ich den richtigen Weg finde. Ja, schaut gut aus. Badass Jax. Der Umhang ist ein bisschen zu klein, aber wir wissen es alle. Niemand sollte einen Umhang tragen.
Nicht in den falschen Tunnel. Verdammt! Wenn uns Incredibus 1 gelehrt hat, keine Umhänge tragen. Deswegen haben sie ihn Mini gemacht. Obwohl die Kleriker tragen auch so kleine Mini-Röcke, die cool ausschauen. Nicht Mini-Röcke, Mini-Röcke, sondern... Naja, Kleidungsfetzen halt. Kleidungsfetzen. Ich bin Obsthändlerin. Was sagt sie? Nichts. Dann halt nicht. Schaut daran, wie cool ich bin. Jo. Konnte doch sonst nur rumjammern. Ich bin zu alt. Ich bin zu schwach. Du kennst die Leier. Das liegt an diesem Kerl. Du weißt schon, der die Arena-Kämpfe gewonnen hat. Hat ihm Mut zugesprochen. Er ist wahrlich von Ravak gesegnet. Wirst wohl recht haben. Das bin ich. Ich bin von Ravak gesegnet. Schaut euch diese Rüstung an. Coole Mega-Rüstung. Mega, okay. Relax. Solche Fehler passieren mir nicht. Niemals. Verdammt. Nur verlaufen durch mich. Ist aber echt verschachtelt. 10.000 Wege machen müssen. Gott, ich. Kein Wunder, dass die nicht gefunden werden. Bin ich im Kreis gelaufen? Oh, ich bin verwirrt. Gott sei Dank teleportiere ich da raus. Wo zum Teufel bin ich? Bin ich im Kreis gelaufen. Ey, Bogo. Ich hoffe, die. Du hast nichts Wichtiges zu sagen, ich sehe. Das heißt, ich kann den anderen Gott nur dienen, wenn ich den Outlaws beitrete. Aber allein für die Rüstung ist es nicht wert. Ich habe schon gehört, dass du dich bei Bahadur ganz schön hochgearbeitet hast. Stimmt das? Hm? Ja, ich habe bereits einige Ränge von ihm bekommen. Ist das so? Ich bin mir nicht sicher, ob Ivica mit dir so eine gute Wahl getroffen hat. Es tut mir leid, aber wenn Bahadur dir so sehr vertraut, können wir es nicht tun. Und da du jetzt weißt, wo wir uns verstecken, haben wir wohl keine andere Wahl, als unterzutauchen. Ich könnte euch auch umbringen. Ihr werdet nirgendwo hingehen. Ich werde euch im Namen Ravaks richten. Wenn das der einzige Weg ist, dann soll es so sein. Zieh deine Waffe! Du hast doch keine Rüstung an, Kleiner. Schön. Er braucht anscheinend doch keine Rüstung. Er hat auch einen Helm. Er hat den Helm, aber die kleine Rüstung. Die verfluchte Made. Selber, Made. Uff, wo kommst du her? Verdammt, ihr im Leben. Ach, ein Bogo. Den schießt du jetzt auf Droni? Okay. Ich dachte, jetzt kommt deine Friendly Fire Action. Er hat mich getreten und das hat mich zum Bluten gebracht. Ich hab die Aufmerksamkeit wieder von allen. Ronny schläft. Wir spielen jetzt Ring Around the Rosie hier. Ich hole ich mir. Wer sagt das? Oh, sie ist auch da. Oh. Ach komm, ein bisschen friedlich kannst du schon sein. Friendly Fire, ich hab's gesehen. Ich sagte, friedliches Let's Play.
Wacker, stell die Waffe weg. Nicht hängen, sondern stellen. Oh, damn. Dank. Den Bogo zuerst. Puh, das war ein Cheap Shot. Die Rotare geht zum Schluss. Freunde? Freunde? Nein? Okay. Sorry, keine Servomotoren für dich. Alles klar, Crony? Oh, nein. 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 Wir müssen uns nicht hinsetzen. Und unsere Arbeit begutachten. Komm, es leiser. Das nenne ich friedlich. Die Ruhe hier. Dann schlafen wir nochmal in den Betten. Oh, und nehmen den Haupteingang wieder rein. Mein Kopf! Die Infektion hatte sie schon fast wieder vergessen. Ich sollte meinen Geist trainieren, bevor irgendwelche Dinge mit mir passieren. Nachricht angekommen. Nachricht angekommen. Erst Training. Und weiter. Irgendwas Spezielles, Cooles noch. Ein Tresor. Oh. Oh nee, das interessiert doch keinen. Noch niemand zum Tresorhacken hergekommen. Gehen wir zu Victor. Schauen wir mal, was Victor sagt. Ich kann meine Thumbnail-Positionen abchecken. Und die Klingen da oben. Jo, Dimitri. Was geht ab, Alter? Ich muss leider arbeiten. Aber geh doch in den Keller und trink einen für mich mit. Ach, nein, das ist ein Antor. Den haben wir. Ja, Gun, der sagt mir gar nichts. Ich verachte Fremde. Auch die, die sich mit unseren Gewändern schmücken. Alter, ich bin Khan. Was glaubst du, wer du bist? Ja, Gun. Ich habe mich euch angeschlossen. Natürlich hast du das. Es ist der einzig gangbare Weg. Seltsam, dass gerade jemand wie du so lange gebraucht hat, dies zu erkennen. Aus der Stille sind wir entsprungen und zu Stille sollen wir wieder werden. In Ravaks Namen. Du willst einen offenen Krieg gegen die anderen Gilden führen? Warum nicht? Das Einzige, was uns noch davon abhält, ist unsere eigene Streitkraft. Also werden wir unser Ziel nur erreichen, wenn wir einen Schritt nach dem anderen machen. Eine Großoffensive wäre zum jetzigen Zeitpunkt wenig effektiv. Aber wenn wir Geduld beweisen, die neuen Spieler im Kampf um Magalan werden ihren Beitrag leisten. Sollen die fremden Eindringlinge erst einmal ordentlich wüten. Wir erledigen dann den Rest. Wir müssen unsere Kräfte bündeln und sie gegen die Skyans einsetzen. Skyans? Du redest von den fremden Eindringlingen? Warum sollten wir Morkons uns gegen sie wehren? Je mehr Schaden sie bei den anderen Gilden anrichten, umso näher werden wir unserem Ziel kommen. Sie werden auch uns Morkons nicht verschonen. Die Vernichtung der gesamten Menschheit ist damit unausweichlich. Du scheinst noch nicht begriffen zu haben, worum es bei unserer göttlichen Mission wirklich geht.
Sehe ich aus wie ein Idiot? Du Halbaffe, verschwendest deine Zeit. Besser, ich erkläre es dir einmal zu viel als einmal zu wenig. Zerstöre die Ketzer zur absoluten Unkenntlichkeit. Bringe ihnen den Krieg der Erkenntnis. Bestrafe sie und dann erlöse sie von ihrem Leid. Töte sie, verbrenne sie zur Asche. Darin liegt die einzige Weisheit eines jeden Morkons. Die eine Spezies durch eine andere zu ersetzen, scheint mir nicht der Weg zu sein, wie die göttliche Mission der Morkons gelingen wird. Die Skyans vernichten zwar die gesamte Menschheit, doch sie werden sich anschließend selbst in Magallan einnisten. Ich sehe den Punkt. Doch wie würde die Alternative aussehen? Sollen wir Morkons uns aufreiben in einem Krieg, um die Menschheit zu schützen, zu deren Vernichtung wir verpflichtet sind? Die Skyans werden noch lange weiter existieren, auch wenn wir alle dann schon nicht mehr da sind. Du Großmaul, dann sag mir doch mal, wie du die Skyans daran hindern willst, diesen Planeten zu erobern und ihn zu besiedeln. Also, es hat sich gar nichts verändert in dem Dialog eigentlich. Gar nichts hat sich verändert, ich skippe da mal durch. Woher weißt du? Ich bin mit ihm. Sie brauchen ein... Gott, damit fresse Victor. Ah ja, ja. Das Ding hier. Sie besetzen, was auch immer sie dort, dann. In Ordnung. Es wird da. Wird Zeit. Wird Zeit. Das hat sich nicht verändert. Das hat sich nicht verändert. Schöpfung oder Zerstörung. Hat beides seine Vorzüge. Ich hoffe, ich entscheide mich am Ende für die richtige Seite. Es hat sich nichts verändert. Schade, schade. Da reden wir noch mit ein paar Leuten. Ich weiß gar nicht, ob ich mir das noch gönne, diesen Fight. Der war ewig lang. Und nur Zucken des Skyens. Schauen wir mal, was das Team sagt. Jo. Warte mal. Ich habe schlechte Neuigkeiten aus Tavar. Ich weiß nicht genau, ob es stimmt, aber... Ja. Doch, das machen wir. Genau das machen wir. Gerüchten zufolge hat der Pat... Wissens. Das war noch nicht alles. Ach, Mist. Ich will... Keine schweren Waffen. Warum benutze ich das? Strafexpedition. So, jetzt werden wir sehen, ob wir irgendwas machen können. Was Neues hier. Wahrscheinlich nicht. Ob wir ihm sagen können, dass er abbrechen soll den Angriff. Dass wir unseren Leuten sagen, dass sie hier nichts zu suchen haben. Mein Kopf. Ob wir mitmachen können. Ich muss mich konzentrieren. Ich sollte meinen Geist trainieren, bevor irgendwelche Dinge mit mir passieren. Wo ist mein Boy Victor? Hier ist er. So, und nun werde ich mich wie ich sehe, bist du gekommen, um meinem fulminanten Sieg über die Ungläubigen beizuwohnen. Verdammt, Victor, ich dachte, wir hatten so etwas wie eine Vereinbarung. Ach das? Tja, du bist mir einfach zu langsam. Wir Morkons haben keine Zeit für Details. Wir regeln die Dinge mit der groben Kelle. Merk dir das, Bruder. Du scheinst immer noch nicht ganz bei uns angekommen zu sein. Aber das ist jetzt ohne Belang.
Ich werde zu meinen Aufgaben in der Grotte zurückkehren. Meine Leute werden hier den Rest erledigen. Ja, wirklich. Ach, komm schon. Ach, komm schon. Oh. Verdammt. Ja, toll. Schickst mich einfach irgendwo hin, habt schon recht. Ich will ein Teammitglied mitnehmen. Ah, Scheiße. Schon wieder. Was mache ich hier? Was habe ich gemacht? Ich sollte meinen Geist trainieren, um so etwas hier zu verhindern. Geier, mitkommen. Hör mal. Das interessiert mich nicht. Mitkommen. Ah, wir werden jetzt die Burg infiltrieren. Das Fort. Mit unserer Morkons-Armee. Und kannst dich glücklich schätzen, Mädel. Mach dich den neuen Boss statt Red. Da schon her teleportiert. Ist Victor noch da? Nein. Sind Leichen da? Nein. Kommt mit, Jungs. Ich habe jetzt keine Zeit für dich. Mitkommen. Ich kann jetzt nicht. Warum nicht? Du, mitkommen. Nee, jetzt nicht. Oh, ja, ich fühle mich sehr mächtig als rechte Hand. Oh. Sollte ich Dex nicht doch besser ins Vorbringen, anstatt ihn bei Dawkins zu lassen? Ich meine, er war einmal unser aller Erzfeind. Der alte Mann macht mir keine Angst. So nicht. Sieh dir an, was er tut. Er scheint den Menschen tatsächlich helfen zu wollen. Und das Fort ist momentan nicht sicher. Anschläge und sonstige Unruhen waren in letzter Zeit keine Seltenheit. Ich fühle mich besser, wenn der Kleine unter unserer Kontrolle bleibt. Kommen die mit? Hört nichts aus. Ah, was haben wir hier Interessantes oben? Pfeile. Das Kleriker. Gute Arbeit, Jungs. Wer bist du? Hey, Klerikerhändler. Okay, gehen wir ins Fort. Dann erobern wir es alleine. Wenn die da oben nur rumstehen wollen. Hättest du dir jemals vorstellen können, dass dieses Outlaw-verseuchte Wüstenkaff mal so aussieht? Die Outlaws sollten uns dankbar sein, dass wir uns so um ihre Wüste gekümmert haben. Naja, ja, sie werden sehr glücklich sein. Red! Nein, ich will keine Arbeit von ihm. Ich will nur eins. Komm schon, Kaya, wir erobern diese Burg. Oder auch nicht. Warum bin ich One-Shot? Ich bin fetter Morkon. Verbrecher dulden wir hier nicht. Hast du das gesagt, Kaya? Du bist der Verbrecher hier. Das war ein One-Shot. Ein Speerwerfer, der Typ. Da ist zu wenig Platz zum Dodgen. Oh, warum schattet er mich? Nein! Verdammt. Dann kämpfen wir halt hier draußen. Mit Mördern mache ich kurzen Prozess. Ob Bart mit uns mitkämpft, wenn wir ihn holen.
Verdammt, habt ihr den Leben. Das Leben. Setzt ihr das Leben auf den Leuten da? Wow. Geier, du bist geschlagen von hinten. Ich muss meinen Mord runterladen, dass ich die Leute killen kann hier. Nein, nicht schlagen lassen. Schaut nicht gut aus für uns Mädel. Ich hab zweimal daneben geschossen. Zuerst die Torwachen weg. Ui. Ja, ja, stehst du wieder auf? Ob Fox uns hilft, wenn wir zu ihm rennen? Testen, sonst haben wir keine Chance. Fox! Unterstützung! Fox! Na? Komm! Oh. Fox! Fox! Bastard, Fox! Auf den Ulf ist abgelenkt, wenn dann. Das heißt, das ist jetzt nur noch ich und der. Ich mache absolut null Schaden. Warum ist deine Rüstung so viel besser als meine? Ach Mist, du hast keine Shotgun-Money mehr. Ich glaube, ich mache da gar nichts gerade. Ah ja, Unterstützung. Das könnte den ganzen Tag so dauern. Nur Red töten. Lass mich doch nur Red töten. Oh, nein, er nimmt keinen Schaden. Er nimmt keinen Schaden. Okay, dann halt nicht.